Hallo und willkommen bei Talks about Future. Heute antwortet auf meine Fragen Klaus Vorbrot, Direktor der Ascenso Akademie für Business und Medien in Palma, Kommunikation und Medienexperte und Mallorca-Kenner. Wie sieht er denn das Jahr 2020 unmittelbar nach der Corona-Quarantäne? Schauen wir mal. Es gibt ganz viele Faktoren, glaube ich, die da eine wichtige Rolle spielen werden. Das Entscheidende ist das, was man in allen Diskussionen im Moment ja hört. Es geht darum, wie schnell gibt es ein wirksames Medikament und wann gibt es einen so getesteten und so verlässlichen Impfstoff, dass das Thema wieder in eine Normalität überführt werden kann. Bis dahin werden wir mit Einschränkungen, mit Übergangslösungen und ganz oft auch immer noch mit Dingen leben können, die wir uns wahrscheinlich auch heute noch nicht vorstellen können. Das haben wir vor 2 Wochen, vor 3 Wochen, vor 4 Wochen auch schon alle gesagt. Ich glaube aber, da sind wir noch nicht am Ende. Das ist ja eine schwierige Probe, für die es gar keine oder wenn dann nur ganz wenige und sehr alte Vorlagen gibt, in Anführungszeichen. Deswegen bei allem Drama spannende Zeit trotzdem. Wie denkst du, sieht das Jahr 2020 aus, ab jetzt bis Ende des Jahres? Also ich hoffe mal, dass für Mallorca, möglicherweise für ganz Spanien, das, was wir im Moment so an den Indikatoren erleben, heißt also die Zahl der Neuinfektionen geht langsam zurück, der Zeitraum, wo sich die Neuinfektionen verdoppeln wird, zugegebenermaßen zum Glück immer länger. Das könnte also heißen, dass es nach Ostern, das, was wir in Deutschland sehen, was wir aus Österreich ja schon wissen, dass das auch in Spanien, speziell in Mallorca greifen wird und dass es erste Erleichterungen geben wird. Wir dürfen wieder vor die Tür gehen, Bürobetriebe fangen wieder an. So langsam aber sicher kehrt in Anführungszeichen das normale Leben zurück. Wie lange das dann dauert, bis wir ein wirklich normales Leben wieder haben, dazu wage ich heute mal keine These. Das wird uns aber dieses Jahr auf jeden Fall noch beschäftigen. Und das wird natürlich alle Wirtschaftszweige, ganz besonders hier bei uns den Tourismus, natürlich beschäftigen und treffen. Na klar wird es irgendwann die Möglichkeit geben, im Restaurant wieder vorbeizugehen und sich Essen mitzunehmen. Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass es zeitnah schon die Möglichkeit gibt, ganz normal, wie wir das früher kennen, in Palma auf der Calle Fabrica mit tausenden Menschen draußen zu sitzen, in kurzen Abständen auch zwischeneinander. Da wird es noch viele Übergangslösungen geben, die vor allen Dingen den Tourismus treffen werden. Wie schätzt du die Lage? Wann kann man wieder auf Mallorca mit Touristen aus Deutschland rechnen? Auch das wird wieder viel damit zu tun haben. Zum einen gibt es Medikamente und zum anderen, was werden die jeweiligen Regierungen beschließen? Wir haben aus Österreich gehört, dass man in Österreich die Freiheiten wieder größer werden lässt, dass man aber die Reisefreiheit noch sehr beschränkt, weil man natürlich Angst hat, das Virus wieder ins Land zu holen oder eben auch aus dem Land zu exportieren. Das wird hier auch so sein. Große Fragen, die sich natürlich stellen, ist, wie will man das an den Stränden denn regeln mit einem Sicherheitsabstand zwischen einzelnen Menschen? Ich kann mir schlechterdings die Playa de Muro nicht vorstellen, wo ein Handtuch liegt, 2 Meter Platz sein muss und dann das nächste Handtuch liegt. Gleiches gilt für die Schinkenstraße oder für Cala Ratllada oder für Santa Ponsa. Das wird ganz schwer sein. Und natürlich haben wir mit dem Fluch und Segen einer Insel zu leben. Also unser Nadelöhr, wenn man so will, wird der Flughafen sein. Zu klassischen Hochsaisonzeiten sind da am Tag 150.000 bis 180.000 Menschen unterwegs. Unvorstellbar im August 2020 für mich. Deswegen glaube ich, dass die Zahl der Touristen auch damit zu tun hat, wie groß die Durchlassfähigkeit des Flughafens dann sein wird. Und wann die fliegen vollzählig? Glaubst du, das wird Auswirkungen auf Preise haben, Deutschland Richtung Mallorca? Ja und nein. Ich habe gestern, vereinzelt kommen ja die Airlines schon mit Winterflugplänen jetzt um die Ecke. Ich habe gestern mal geschaut, eine große, günstige Airline aus Irland, will den Namen EasyJet jetzt nicht in den Mund nehmen. Hat also gestern im Winterflugplan durchaus Preise, Palma Berlin zum Beispiel, die auf dem Niveau liegen, das wir kennen. Da hat sich also für Flüge, die nach dem 25. Oktober zu buchen sind, hat sich an den Preisen zunächst nichts geändert. Auch da werden wir mal schauen müssen, was passiert mit dem Rohölpreis. Daraus resultieren, vorher kaufen die also Kerosin ein und viele andere Faktoren auch. Und natürlich werden alte Marktgesetze, nämlich Angebot und Nachfrage, werden natürlich die Preise bestimmen. Wenn es nur ein knappes Angebot geben kann, dann werden die Tickets vermutlich nicht ganz so günstig sein und die Zeiten von 9,50 Euro für einen Flug nach Palma sind vorbei. Dass so ein Konzern wie die Lufthansa eine ganze Sparte, nämlich Germanwings, stilllegt und eben auch
viele Flugzeuge, vor allen Dingen Großraumflugzeuge, Langstreckenflugzeuge, deutet ja darauf hin, dass die vor allen Dingen eben im Fernreiseverkehr noch länger mit größeren Problemen rechnen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir jetzt in Zeiten dieser Krise feststellen, dass viel Business auch digital läuft. Meine persönliche Erwartung ist, dass sich vor allen Dingen im Bereich des Business Traveling eine ganze Menge verändern wird. Es wird eben nicht mehr nötig sein, für jedes Meeting nach New York zu fliegen, weil wir jetzt alle festgestellt haben, dass das mit Zoom, mit Skype, mit wem auch immer, Google Hangouts, hervorragend funktioniert. Auch die größten Skeptiker in kleinen, mittelständischen, aber auch in großen Konzernen erleben das gerade, dass es funktioniert und dass all die Vorbehalte, die man dagegen bisher hatte, nicht greifen. Deswegen glaube ich, dass eben nicht mehr jede Businessreise zwingend erforderlich sein muss, hat übrigens für viele der Unternehmen nicht nur einen Kostenvorteil, sondern zahlt eben auch auf das Thema ein, wir sind alle nachhaltig, es wird immer grüner, weniger CO2 etc. pp. Meine Erwartung ist also, im Bereich Tourismus wird sich, was den Flugverkehr angeht, sobald das eben aus medizinischen Gründen machbar ist, nicht so furchtbar viel an Reduzierung feststellen lassen. Na klar, man muss gucken, haben die Leute das Geld? Das wird eine Komponente sein. Grundsätzlich wird man da aber wieder den Originalzustand herstellen, vielleicht nicht 2021, aber spätestens danach. Im Business Traveling wird sich das deutlich reduzieren. Also für Mallorca nicht ganz so pessimistisch. Für Städte wie Barcelona, Berlin, München, Frankfurt sehe ich da andere Dinge, auf die jeweils Verantwortlichen zukommen. Da wird man sich, wenn man die Hilton Hotelkette nimmt, wenn man irgendeine Hotelkette nimmt, dann wird man sich, wie die Lufthansa das auch hat, Gedanken machen müssen, was mache ich denn jetzt mit meinen ganzen, ne, das Revenue Management für meine Konferenzbereiche muss ich auf eine neue Basis stellen, weil ich eben nicht mehr so viele Meetings im Sinne des Business Travelings haben werde, wie das vor Corona der Fall war. Und das trifft auch das Pendeln zwischen Berlin und Frankfurt bei der Lufthansa zum Beispiel oder Berlin und München oder Hamburg und München. All das wird deutlich reduzierter ablaufen und wird eben, wie gesagt, weniger die Melia-Hotels auf Mallorca treffen, aber sehr wohl die vor allen Dingen in den großen Städten Business-Hotels und die Angebote rundherum an Business-Traveler, inklusive, wie gesagt, Airlines und Co. Deine Meinung zur Entwicklung nach der ersten Post-Crisis-Phase, sozusagen, sagen wir mal 2021 und ab dann, wenn sich die Sachen ein bisschen eingependelt haben. Was meinst du, Mallorca als Destination, wird es länger dauern, weil es eben in der Lage ist, dass man sich einpendelt an die Qualität und Quantität, die man in der Hochsaison gewohnt ist? Oder wird es genauso schnell oder langsam gehen wie andere Destinationen? Jetzt sagen ja die ganz schlauen Menschen immer, dass in jedem Problem mindestens auch eine Chance steckt. Das ist hier ganz sicher auch so. Es wird in meiner Wahrnehmung auch viel darauf ankommen, mit welchen Angeboten, damit meine ich neue und oder veränderte Angebote, Mallorca denn die Zielgruppen erreichen will. Natürlich werden wir uns in einem Wettbewerb befinden, der auch Preise meint, mit türkischer Riviera, mit Tunesien, Algerien, Ägypten, wie sie alle heißen, wenn denn medizinisch das Thema so geregelt, ja, zum Beispiel eben funktionierenden Impfstoff gibt, dann wird sich Mallorca mit anderen wieder in den Wettbewerb begeben müssen. Und da wird es dann daran liegen, was haben wir denn zu bieten? Was können wir denn jetzt, was wir vielleicht vorher nicht konnten? Schaffen wir es, dass wir den Tourismus wieder so attraktiv machen, dass die Leute Mallorca nach wie vor als erste Wahl sehen? Die Insel an sich bringt beste Voraussetzungen mit. Da bin ich Optimist durch und durch. Die Leute lieben diese Insel völlig zu Recht auch und werden deswegen, sobald eben die Angebote, damit bin ich zunächst mal bei den Inhalten, stimmen, werden sie die Insel auch wieder aufsuchen, wenn das eben, was die Reisetätigkeit angeht, möglich ist, auf jeden Fall. Was würdest du raten in der Zeit ab jetzt bis nächste Saison? Ich habe ein Hotel, ich habe ein Restaurant, ich versuche jetzt meine Fixkosten auf Minimum zu halten, ich warte ab. Was mache ich? Also wahrscheinlich gibt es den schlauen Rat, der so pauschal gilt, ohnehin nicht für alle, weil das immer auf die individuelle Situation anzupassen ist. Na klar macht es Sinn, zu sehen, dass man das Personal bei der Stange halten kann, auch mit den Möglichkeiten, die so staatliche Programme eben bieten, wie Kurzarbeitergeld. Möglicherweise kommt da ja noch eine europäische Regelung hinterher. All das sollte man auf jeden Fall versuchen. Gleiches gilt für den Bereich Aus- und Weiterbildung. Und na klar ist es immer am einfachsten, wenn man den Etat nimmt und sagt, okay, an der Miete und an der Pacht kann ich jetzt nicht sparen, gucke ich mal zuerst, Werbung ist verzichtbar. Ich
gehöre zu den Leuten, die glauben, dass Kommunikation und eben auch Werbung gerade in diesen Zeiten explizit wichtig sind. Jetzt muss man präsent sein. Wir wissen alle, das lässt sich nachweisen an sich Studien, dass gerade eben die Zeit der Online-Nutzung auch bei den Verbrauchern und den Kunden von morgen damit deutlich gestiegen ist. Klar, alle sitzen zu Hause. Und deswegen ist es jetzt wichtig, präsent zu sein. Jetzt keine Abverkaufsstrategien und auch keine Abverkaufskampagnen, aber präsent sein, bei den Leuten sein, die Botschaften etablieren, die Marke pflegen, ganz wichtig, nicht verbessern und einen Bauchladen aufmachen und sagen, ich kann singen und tanzen und übrigens jonglieren kann ich auch noch und kochen kann ich auch und backen und so. Davon halte ich nichts. Schön bei der Marke bleiben, bei den festen Bestandteilen, die Marke ausmachen, für die Marke auch bekannt ist und gebucht wird und das pflegen und ausbauen. Und wie gesagt, natürlich ist es immer schlau, auch Aus- und Weiterbildung zu machen, wenn man das denn kann im Moment und die Zeit zu nutzen, um zu schauen, wie man sich aufstellt für die Zukunft. Meinst du, für die Zeit 2021, 2022, ist es notwendig, im deutschsprachigen Raum Promotion für Mallorca zu machen, als solche? Also, na klar, wird es kurzfristig wahrscheinlich, wenn es wieder geht, nötig sein zu sagen, hallo, wir sind wieder da, man kann wieder nach Mallorca kommen. Das muss nicht über Monate gezogen werden, aber die Kommunikation wird es brauchen, schlicht und ergreifend, weil ja auch die Verbraucher im deutschsprachigen Markt ja überschüttet werden mit Infos. Jeder wird sich melden und wird sagen, ich bin jetzt wieder da, man kann wieder bei mir Folgendes tun oder lassen. Ich glaube aber auch, dass allein mit Blick auf die vielen jetzt ausgefallenen oder verschobenen Veranstaltungen im Entertainment-Bereich, im Kultursektor, im Sportsektor, Mallorca eben auch die Chance hat zu sagen, kommt nicht nur her und legt euch an den Strand zwei Wochen lang, sondern guckt mal, was wir im Angebot haben und wie vielfältig Mallorca sein kann und das durchaus auch im November oder im Februar. Ihr müsst jetzt nicht alle wie die Wahnsinnigen den September zum Beispiel noch nutzen und unbedingt versuchen, im September hier zu sein, sondern guckt doch mal, ob es nicht auch gute andere Anlässe gibt, um Mallorca mal von der anderen Seite noch kennenzulernen. Das, was ihr kennt und lieb habt, ist hier alles noch da. Schaut doch mal, dass ihr euch auch noch was Neues anschaut. Jetzt werden wir die 25 Grad, die Gran Canaria und Teneriffa im Januar zu bieten haben, die werden wir nicht erreichen immer. Aber dennoch wird es die Möglichkeit geben, aus möglicherweise Problemen, die Corona mit sich gebracht hat, siehe die Zeit, in der Saisonkräfte beschäftigt werden müssen, in Anführungszeichen. Vielleicht führt das ja dazu, dass eben diese Arbeitsverträge nicht im November enden oder Ende Oktober enden, sondern dass die dieses Mal über den Winter laufen, was dann dazu führt, dass gegebenenfalls das eine oder andere Hotel offen bleibt, dass die eine oder andere Sportveranstaltung, Golf kann man super spielen, wenn es nicht so heiß ist, Tennis kann man super spielen, wenn es nicht so heiß ist, Radfahren kann man super, wenn es nicht so heiß ist. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und vielleicht schaffen wir es ja als eine der Chancen aus dieser Krise, das zu bündeln und zu ballen und die einzelnen Faktoren zusammenzuführen und Mallorca tatsächlich noch ein Stück weiter auf dem Weg zu einer Ganzjahresdestination zu platzieren. Aber sonst höre ich, du bist ganz optimistisch und denkst, wenn es mal irgendwann mal wieder eingependelt ist, läuft es so weiter wie gehabt, sowohl von der Qualität als auch von der Quantität. Corona ist ja so ein Virus, der die Menschen befällt. Der macht ja mit der Insel nichts. Ich glaube also, dass per se die Basisdaten, die Mallorca zu dem gemacht hat, was es jetzt ist und was es immer war, die verändern sich nicht. Wir müssen leben mit den Rahmenbedingungen, die uns dieses komische Virus jetzt aufgeschwatzt hat und müssen dann, sobald das im Griff ist, wieder sehen, dass wir möglichst ein Stück weit nur das machen, was immer funktioniert hat und ein Stück weit aber auch die Kraft schöpfen zu Innovationen. Dafür ist die Zeit vielleicht auch gut, weil man eben viel probieren kann, weil bestimmtes vielleicht auch nicht mehr funktioniert, weil wir jetzt nun einmal alle eine Vollbremsung machen mussten und alles oder vieles auf Null fahren mussten. Und ja, vielleicht ist man dann auch auf der Ebene derer, die zu entscheiden haben, so schlau und verbindet Konjunkturpakete, Pakete, die Wirtschaft wieder ankurbeln sollen, mit Auflagen, die besonders innovative Teile besonders stark fördern auch. Super, vielen Dank, Klaus, für deine Zeit. Sehr gerne. Liebe Grüße und bis bald. Dankeschön.